Mario, Peach und Bowser erklommen den Pixelbaum und besiegten Dimensio. Erleichterung kam auf, als endlich die Türme von Fort Conrad zu sehen waren. Ging es Tippi gut? Wartete das nächste reine Herz wirklich bereits auf sie? Nur seltsame Stimmen aus Richtung des Forts waren zu hören. Und damit herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir sind in Kapitel 3, 4. Ich muss mich erstmal ein bisschen verrenken. Ey, ich habe meine ganzen Bildschirme hier umgestellt, ne? Eigentlich nicht seit gestern, also seit der letzten Session, aber so insgesamt. Und da ist es natürlich sehr toll, wenn das Signal der Fernbedienung gar nicht erst ankommt. Ah. Hier lebt also diese trübe Tasse, Konrad. Was ist schon besonders an dieser Burg? Glaubst du, Tippi geht es gut? Ich mache mir langsam Sorgen. Ja, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Konrad, stereotypisches Chamäleon, nerdiges Chamäleon. Vom Feinsten. Hallo, Mickey. Eine völlig unbekannte digitale Schmetterlingsart. Mario. Ja, beweg dich. Oh, das finde ich geil. Oh, die Jungs auf der Lepidoptero.net werden neidisch, wenn sie diese Bilder sehen. Oh, ja. Oh, gib mir mehr davon. Okay. Also, ich finde, Tippi wird in gewissermaßen schon gequält. Ja, doch. Also, natürlich. Okay, wir kommen da nicht rein. Vielleicht in 3D-Ansicht, ne? Da gibt es ja so einige Geheimnisse. Nee, doch, das ist ja eigentlich so eine Form von... Nicht quälen, doch, quälen, aber... Da gibt es ein bestimmtes Wort für. Torture, nee. Also, das ist das englische Wort. Ich musste jetzt auch an Donald Trump denken, als er gesagt hat, ja, also, Waterboarding ist ja nicht so schlimm, ne? Und so weiter. Das könnte man wieder einführen. Ah, der Donald. Old McDonald. Ronald McDonald vor allem. So, jetzt haben wir den Schlüssel und können reingehen. War ja gar nicht mal so schwer. Also, wenn man seinen Schlüssel direkt hier hinter einem Stein versteckt. Tut mir leid, Konrad. Da muss man auch mit ein wenig Hausfriedensbruch rechnen. Ne? Jetzt kommt erstmal ein ganzes SWAT-Team rein. Oh, eine Katze. Willkommen, Meister. Naja, wenigstens greift sie uns nicht an, ne? So. Ach ja, ich musste vorhin vor allem was feststellen. Wollen wir die alle anreden? Willkommen zu Hause, Meister. Nicht vergessen, heute erscheint Stolzierende Einhörner, Ausgabe 5. Ist das My Little Pony? Kann sein. Super krass. Ja, komm, sprich. Willkommen zu Hause, Meister. Ein Fußballspiel ging in die Verlängerung und Raumschiff Crucio verschiebt sich. Ich habe die Zeit am Mia-Aufnahmegerät um 30 Minuten angepasst. Alter. Der hat aber richtig viele Roboter, also richtig viele Diener hier. Willkommen zu Hause, Meister. Die neue Kampfsimulation Raumschiff Crucio Blooper im All ist eingetroffen. Crucio, ist das nicht der aus Paper Mario 2? Dieser fiese Oberbösewicht? Willkommen zu Hause, Meister. Alle Werbeunterbrechungen wurden wie gewünscht aus den für Meister aufgenommenen Sendungen entfernt. Also mit Adblocker und so. Ja, ja, ich weiß, wir sind Schweine. Alter, solche Schweine, ey, die nutzen Adblocker. Hier, sowas geht gar nicht. Irgendwie müssen die auch die Kohle reinkriegen, ne? Ich habe alle Comics des Meisters geordnet und kategorisiert. Und das geschah nicht aufgrund meiner Robotergüte. Es waren so viele, dass die Notausgänge zugestellt waren. Okay. Aber hier muss doch direkt mal was sein. Okay. Das, also der Typ, der... ist schon eine Besonderheit. Warte mal, haben wir vielleicht... Ach, der schießt Katzen. Ja, vielleicht können wir doch mit Wurfowitz das anstellen, indem wir den... Ja. Ich meine, das ist jetzt zwar so ein Roboter, der uns angreifen soll, weil der... weil wir hier quasi eingedrungen sind. Alter, wie viele hat der denn? Ich möchte was ausprobieren.
Und Bowser lässt sich erstmal treffen. Natürlich geht das nicht. Was ist mit dem... mit dem Plateau? Stampfo. Oh, die gehen auch noch in die Luft. Nee, weißt du was? Dann gehen wir auch raus. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da muss ich mich ja gar nicht mit begnügen. Ich glaube, der hat auch recht viele KP, deswegen... Okay, das hat man ja gesehen, ne? Okay, das sind keine, die man anreden kann. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leben die haben. Okay, das waren sie anscheinend. Genau, das war die Idee. Dann kommt auch die Tür runter. Wir brauchen zwei Schlüssel, um zu Konrad zu kommen. Und ich weiß, hier kommen wir erst später hin. Jedenfalls sieht das so danach aus. Es gibt einen Pixel, mit dem wir später darüber kommen können. Okay, also zweimal drauftreten, draufspringen können wir anscheinend nicht. Boah, Leute, mir ist vorhin was richtig Komisches passiert. Ich hatte heute so vor, cool, ich nehme zwei Folgen Super Paper Mario auf, ne? Aber, oh, ich habe keine Leben mehr. Aber ganz im Ernst, als ich dann... 3 KP und... Nehmen wir mal die Bratpilze. Ja, ich wollte die Wii U anmachen, ne? Und dabei ist mir aufgefallen, die Wii U ist halt echt keine gute Konsole, ne? Die hat mich zum Teil so richtig aufgeregt. Die Wii U? Ich weiß nicht, was sie hat, aber immer wenn ich versuche, sie anzumachen... Ne, ich spiele das ja... Ich spiele das Ganze ja über die Wii U, weil, naja. Der Laufwerk der, Wii ist bei mir kaputt, deswegen kann ich die Wii schon mal nicht nutzen. Und außerdem ist die Grafik sowieso leicht besser, ne? Ich meine, Wii U ist technisch besser als die Wii. Und dementsprechend, ich glaube, daran ist nichts auszusetzen. Kann man darüber? Oder, nee, ich sollte, glaube ich, vielleicht hier hoch. Kommt der auf mich zugeflogen? Ja. Okay, warten. Na, ich glaube, draufspringen ist nicht ganz so gut. Ah, schade. Okay, letzter Versuch. Nein! Ich wollte doch da hoch. Ich wollte doch nur da hoch. Da kommt aber direkt der nächste. Das ist schön. Wir versuchen es mit Wurfowitz. Der ist besser. Ja, und das Problem, das ich mit der Wii U immer habe, ist... Ich weiß nicht, der bemerkt es einfach nicht, wenn ich die Konsole anschalte. Ich nehme das Wii U Gamepad, ne? Und viele Nintendo-Fanboys werden sich jetzt sehr angegriffen fühlen. Nee, ich nehme das Wii U Gamepad in die Hand. Ich drücke auf den Power-Knopf. Bei mir kommt dieser Anmeldebildschirm, diese Schnellstartfunktion quasi. Also erstmal natürlich die Schnellstartfunktion und dann der Anmeldebildschirm. Und, ja, daran ist auch nicht so schlimm. Nur wenn ich mich dann angemeldet habe und die App ausgewählt habe, die ich nutzen will, dann kommt er plötzlich so an und sagt, ja, ne, du solltest aber eigentlich, die Konsole ist nicht verbunden. Ja, so. Die Konsole ist also nicht verbunden, obwohl ich auf den Power-Knopf gedrückt habe. Die Konsole ist an, das sagt er mir auch. Also das merke ich, weil ich höre halt, ich sehe das halt, wie das Licht angeht an der Wii U, ne, an der Konsole selbst. Aber ganz im Ernst, es läuft wirklich nur dann, wenn das Laufwerk auch zu hören ist. Es ist so richtig ekelhaft. Also muss man quasi ein bisschen warten, ne? Klar, jetzt kann man sagen, ist ja nicht ist ja deine Schuld, ne, wenn du nicht auf das Laufwerk wartest. Aber was ist das denn bitte für ein Design? Das ist halt jedes Mal so und das regt mich an der Wii U auf. Und das ist auch so mit der Grund, warum ich eigentlich so richtig die Wii U hasse und auch finde, dass das die schlechteste Konsole ist, weil das einfach, das frustet einfach nur. Ich will nur spielen und dann macht er so einen Quatsch. Ja, egal. Dies ist der Eingang zum Privatgemach des Meisters. Aus Sicherheitsgründen muss die Identität geprüft werden. Beantworte bitte die folgenden Fragen mit wahr oder unwahr. Das heißt falsch. Videospiel-Soundtracks sind vom Feinsten. Ja, also es gibt schon einige. Die sind wirklich vom Feinsten. Folge 127 der Crucius-Chroniken ist einfach nur krass. Ich sag jetzt mal bitte, ich sag jetzt mal nicht, dass ich die Serie nie geschaut habe, aber... Die wird wahrscheinlich wahr sein. Eines Tages werde ich alle Staffel 3 Actionfiguren von Raumschiff Crucio besitzen. Gut, das kann man jetzt so natürlich nicht sagen, aber ich meine, über die Zukunft Aussagen zu machen, ist immer ein bisschen schwierig. Bitte Kombination eingeben.
Eins, zwei, drei, vier. Miau, miau, miau. Ihr seid nicht der Meister. Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Ach du Kacke. Das heißt, wir müssen erstmal einen Code finden. Oh. Aber vielleicht sollten wir auch hier hin. Das ist ein Schalter. Vielleicht sollte ich erstmal dich umbringen. Nein, drück doch mal dahin. Ja, genau. Oh. Du bist ja gar nicht tödlich. Du bist ja gar nicht tötungsbar. Naja, das macht nichts. Ich bin ja sowieso gleich wieder weg. Boah, ich wollte über den springen. In dem Moment springt er hoch. Ah, so ein Arschloch. Boah, Fort Conrad, das ist schon komisch. Ich glaube, hier kann man das Pixel rausholen, ne? Aha. Und was steht hier? Streng geheim. Rechter Raum, linker Raum. Okay, 23, 23, 28, 28. Jetzt ist die Frage, was ist denn der rechte Raum? Ist das im rechten Turm? Aber ich musste doch vom linken Turm in den rechten Turm. Ich glaube, das ist der rechte Raum. Merken wir uns 23 und 28. Zweimal eingegeben. So, nichtsdestotrotz sollten wir hier vielleicht mit einem gewissen Stampfo einmal drauf stampfen. Oh, das ist ein Pixel. 23, 28. Endlich frei! Endlich bin ich frei. Ich hatte schon fast den Glauben verloren. Danke. Ja, man muss ja nicht direkt den Glauben verlieren, ne? Ich war schon seit einer Ewigkeit hier. Mich bringt hier nichts mehr rein. Ich muss mich bei dir erkenntlich zeigen. Du wirst sicher für mich Verwendung haben. Wir sollten aber zuerst feststellen, ob wir überhaupt zusammenarbeiten können. Du hast doch Conrad getroffen, oder? Was hältst du von ihm? Dein erster Eindruck? Großartig. Nee, nerdy. Auf jeden Fall. Ich verstehe. Ist dir sonst was aufgefallen? Lepideptorologe. Was ist ein Lepideptorologe? Ein Prachtkerl, ein Fotonarr. Ja, das ist nachvollziehbar. Das habe ich mir genau auch gedacht. Und wie würdest du ihn zusammenfassend bezeichnen? Er ist ein Hengst. Er ist David Hasselhoff. Er ist ein Monster. Er ist ein Monster, vor allem, weil er Tippi hat. Conrad ist also ein nerdiger Fotoner, also im Prinzip ein Monster. Ach du Scheiße. Das habe ich jetzt eigentlich jeden Fotografen der Welt einfach mal beleidigt, oder wie? Als Monster. Oh mein Gott. Die hat sich das aber komisch zusammengereimt. Das war ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Sieh mal einer an. Wir haben die gleiche Meinung. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, ich auch. Ah, mein Ohr. Tut weh. Ich glaube, wir werden ein gutes Team. So schnell kann niemand uns etwas anhaben. Boah. Und es ist wieder warm. Surfer. Ach, Surfer. Okay. Mit meiner Hilfe gelangst du schneller an Orte. Versuch es am besten gleich mal. Und vor allem kann man damit über Stacheln laufen. 23, 28. Das waren die Sachen. Man hätte jetzt noch nachprüfen können, wohin die Röhre führt, aber... Nee, aus der Röhre kommen wir. Genau, das ist gar nicht so schlimm. Hinter der Tür ist okay. Hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Wobei, wir müssen durch die Tür, das ist der Ausgang, ja. Entweder du bleibst ein Genie, wie ich, oder eine heiße Braut. Ansonsten bleib draußen. Also, du bist ein Genie oder eine heiße Braut. Natürlich. Ich glaube, an irgendeiner Stelle müssen wir auch zu Peach werden. Aus diesen Gründen. Ich weiß aber, ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Erstmal müssen wir sowieso die Schlüssel finden. Das ist jetzt erstmal das. Kann man hier vielleicht auch dahinter? Müsste man mal ausprobieren, ne? Ach ja, die Katzen sind eigentlich ganz nett.
So Katzen, die einen... Ich meine, es gibt ja Leute, die halten so 10 Milliarden Katzen. Also man stellt sich immer so vor, gut, das sind so meist alleinlebende alte Frauen. Verbittert. Ne? Die müssen nicht mal verbittert sein. Einfach, weil die, keine Ahnung, die wollen den Katzen alles vererben. Ruhe auf dem Gang, stampfen stört die Ruhe des Meisters. Gehen wir erstmal nach rechts. Das war 2323. Genau, hier können wir auch rüber surfen. Ja, nur der Konrad, der hat sich seine eigenen Katzen gebaut, ne? Das ist sehr viel beunruhigender. Joel, Junge, dies ist der Eingang zum Supergeheimversteck des Meisters. Aus Sicherheitsgründen muss ich die Identität überprüfen. Bitte, die Folgen... Ja, einfach die Fragen beantworten. Raumschiff Crucio Comics dürfen niemals aus der Schutzhülle entfernt werden. Oh, wie wahr. Sonst verlieren sie an Wert. Die aus der Schutzhülle vor allem. Ja, wenn die dreckig werden, wahrscheinlich. Die Mindestspieldauer eines Rollenspiels muss 180 Stunden betragen. Ich weiß nicht. Ich sag einfach mal ja. Brustbeutel sind praktisch und dazu noch extra bequem, extra modisch. Bequem wahrscheinlich nicht. Müssen wir wahr? Ja, wir sagen wahr. Aber. Bitte Kombination eingeben. Okay, 23. Wir sind die Hacker, Leute. Willkommen zu Hause, Meister. Das Fort des Meisters ist nach wie vor sicher. Okidoki. Sogar mit Aufzug. Ja, pass auf, dass der Aufzug nicht runterfällt, ne? Zu viel Gewicht? Hoffentlich ist der Surfer recht leicht. Und hier werden wir sogar geheilt. Och, Junge. Ich glaube, hier kann man auch ein paar Geheimnisse lesen. Pflichtkäufe diesen Monat. Glimmerliner Zuggarnitur. Oh Gott, was ich gerade gelesen habe. Ich habe gedacht, das erste A nach dem Bindestrich ist ein E. Oh, du Scheiße, was ist heute los? Okay, Nagarine. Nagarine-Puppe mit Knutschfunktion. Horrorroman Larry Cooper, Herzensbrecher unter Zombies. Actionfigur von Crucibot. Waschbäranzug aus echtem Waschbärhaar. Ja, das macht Mario ja auch immer, ne? Härter als Edelmetall. Die Aurelius-Story DVD. Heft 47 von Kybernito. Der ferngesteuerte Professor Gumbartz aus Paper Mario 2. Und noch viel mehr krasseres Zeug. Wir müssen da hoch... Achso, warte mal, vielleicht auf dich drauf. Jetzt nutzen wir einfach mal Peach. Ja, Peach. Peachy Baby, komm mal her. Auch überall im Hintergrund diese... alten Paper Marios, diese Charaktere. Da sieht man diese komischen Schneckenviecher. Da unten diese Boohoo Lady aus, ich glaube, Paper Mario 1. Ich kenne die Namen alle nicht, deswegen ist das so ein bisschen... miau, ne? Fortschlüssel. So, das ist schon mal einer. Fehlt nur noch einer. Jetzt wurde alles unscharf. So, Leute. Wir kommen, Konrad, und dann retten wir Tippi. Aber der Typ ist schon ein bisschen verrückt, ne? Achso, das ist der richtige Weg. Ich war kurzzeitig so ein bisschen... Ich hätte kurzzeitig gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, ne? So, einmal auf die Seite. Und das ist quasi der linke Raum. Das war jetzt 2828. Falls das falsch sein sollte, haben wir natürlich wieder ein Problem. Achso, nee, wir müssen hier hoch. Hä? Ach ja, mit Bewegung. Wenn wir uns bewegen, sind wir sowieso schneller. Und zack. Und wieder zu Mario. Ja. Ja, und sonst so. Es ist,
Aber ich weiß nicht, es ist so verdammt warm, ne? Boah. Es ist wieder so die Zeit angekommen, wo man sich einfach nur denkt, ey, ich... Das ist mir jetzt ein bisschen zu warm, ne? Warum versuche ich überhaupt drauf zu springen? Ich kann einfach abhauen. Die haben mir gar nichts zu sagen. Und deswegen trinke ich auch am Tag 20 Wasserflaschen. Ich habe heute sowieso das Gefühl, dass ich ein bisschen krank bin oder so. Keine Ahnung, mein Hals ist ein bisschen zugeschleimt. Dies ist der Eingang zum Privatgemach des Meisters. Aus Sicherheitsgründen muss ich die Identität überprüfen. Ja. Sind vom Feinsten. Ist die beste Folge. Und ich habe bald alle Actionfiguren von dieser komischen Sendung. 28, 28. Willkommen zu Hause, Meister. Miaufpasser hat euch vermisst. Miau. Miauz, genau. Hat doch so richtig zum Bild gepasst. So, her mit dem Ding. Ach, guck mal, hier ist nur so ein Billigpilz drin, ne? So. Der zweite Schlüssel. Haben wir nicht noch irgendwelche Secrets, Geheimnisse hier? Jetzt die ganzen Actionfiguren. Selbst diesen... Der hat ein Bild von Prinzessin Peach hier drin. Okay, das finde ich sehr interessant. Inoffizieller Ratgeber mit geheimen Endgegner. Erschütternden Strategien. Okay. Spielentscheidende Geheimnisse, die deine Speedruns noch extremer machen. Alter, machen sie sich jetzt über Speedruns lustig, oder wie? Oh Gott. Ich glaube schon, dass sie sich über Speedruns lustig machen. Aber hier was? Ich wünschte, man könnte hier noch viel mehr lesen. Androiden der Liebe, Band 1. Androiden der Liebe, Band 1? Limitierte Edition, achso. Androiden der Liebe, Band 1, limitierte Edition, Neuauflage. Oh Gott. So ein richtig ekelhafter. Ich brauche alle Editionen, ich brauche alle Auflagen. Alter. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn die neueste Auflage irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, Sachen enthält, die... in der ersten Auflage irgendwie ja schief, also nicht drinne waren, so extra Informationen oder so. Aber es gibt ja auch viele Auflagen, die einfach erschaffen wurden, um Druckfehler zum Beispiel auszumerzen oder so. Boah, das ist halt einfach so, ich weiß nicht, wozu man das so braucht. Da lieber mit... Okay, Leute, wir werden im nächsten Part vor der Tür von Konrad stehen und ihn zu einem Duell herausfordern, okay? Ja, das machen wir. Bis dahin, tschüss und bye bye.